Ja, ich glaube, dass der Film die intendierte Propagandawirkung bei einem Teil des Publikums durchaus erzielen kann. Wir dürfen ihn nicht mit unseren Augen sehen. Wir haben in der türkischen Film- und Fernsehkultur andere Kriterien für Erfolg. Wir haben etwas, was bei uns doch sehr schnell als Kitsch wahrgenommen wird, dort als legitime, intensive Emotionalisierung. Und das macht dieser Film sehr, sehr stark. Und wir haben, das darf man auch nicht vergessen, eine Gesellschaft, die zu einem doch erheblichen Teil auch aus Menschen besteht, deren kritisches Potenzial gegenüber Erdogan und seiner Politik einfach unterentwickelt ist. Und daher hat er die Chance, diese Propagandawirkung auch eben zum Teil zu entfalten. Gegensteuern dagegen kann man eigentlich nur durch eine Debatte, indem man auch den Menschen, die jetzt diesen Film toll finden, zeigt, welche Elemente er hat, die dazu führen, dass ich den Eindruck kriege, das ist ja ein begnadeter Politiker. Und welche Elemente er nicht hat, die man aber für eine nüchterne Analyse eines politisch Handelnden und Einschätzung dieser Person braucht, eben nicht enthält. Das ist kein Porträt. Das ist eine aus unserer Sicht hundertprozentige Hagiographie. Und das ist etwas, was wir in der Debatte, sowohl hier jetzt in Österreich, er läuft ja jetzt in Österreich, und die Frage, die gelegentlich aufgeworfen wird, sollte man so einen Film hier überhaupt spielen lassen, beantworte ich sehr klar. Ja, wir haben in Österreich wenige, und das ist gut so, wenige Verbote, und die beziehen sich im Wesentlichen auf die Erfahrungen unserer Geschichte. Hier ist der Film ja, wenn ich ihn verbieten würde, dränge ich ihn in den Untergrund, kann ich die Diskussion darüber letztlich nicht führen. Und daher denke ich, soll der laufen, und wir werden sehen, wie viele den Film schätzen, toll finden, und wie viele, und das ist die zentrale spannende Frage, aus den unterschiedlichen türkischen Communities ihn hingegen ohne dies nicht gut finden. Und genauso verhält es sich letztlich auch mit Fragen Auftrittsverbot türkischer Politiker hier in Österreich. Ich bin ein leidenschaftlicher Befürworter, dass hier jeder, der sich im Bereich der demokratischen Meinungsvielfalt bewegt und nicht nationalsozialistische Propaganda betreiben will, ein Demonstrationsrecht hat, ein Versammlungsrecht hat. Und das gilt natürlich auch für Erdogan. Das kann uns zwar unsympathisch sein, jetzt inhaltlich, und mir persönlich ist das sehr unsympathisch, aber ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit Erdogan und seiner Politik eigentlich sogar bedingt, dass wir das zulassen, dass wir das möglich machen, aber sehr klar sagen, aber das, was Erdogan in seinem Land macht, mit der Unterdrückung der Medienfreiheit, mit dem Einsperren von Journalistinnen und Journalisten in großer Zahl, dass das ein völliger No-Go-Way ist,
Und mit dieser Kritik kann man Erdogan hier konfrontieren. In seinem Land ist es inzwischen ohne dies fast nicht mehr möglich, es zu tun. Auch ein Punkt möglicherweise, warum es vielleicht ganz gut ist, wenn er sich hier die Kritik anhören muss vom Gegendemonstranten. Denn das kann er sich ja dann nicht aussuchen, wer zu seinen Wahlreden kommt.